Hallöle Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Grim Dawn in Ogdenborg, hier vorm Geheimversteck des Urahns. Meine Güte, der alte blöde Wasserurahn, der hat uns ganz schön geschröpft in der letzten Folge, am Ende. Schaut euch den Kampf gerne an, ist so ein Wesen wie der Logorian gewesen, nur um einiges stärker, möchte ich sagen. Und Kollege Bargol, der hier meint, jetzt für so ein bisschen Unfrieden zu sorgen, der ist dagegen ein zahmes Kätzchen gewesen. Ja, so oder so, wir machen hier weiter in Ogdenborg. Auf dem Weg nach... Oh, wir sind jetzt freundlich beim Hexenzirkel. Da freue ich mich. Da freue ich mich sehr. Wo müssen wir nun mal hin? Barrowholm. Also doch, hatte ich doch richtig im Kopf. Wir müssen nach Barrowholm. Weil dort ein Fetisch von den Hexen kaputt gemacht wurde. Also sowas wie ein Ritual-Item. Und das fanden die uncool. Verstehe ich. Mag es auch nicht, wenn meine Sachen kaputt gemacht werden. Jedenfalls derjenige, der den kaputt gemacht hat und die Einzelteile mitgenommen hat, der soll wohl nach Barrowholm gegangen sein. Und deswegen sind wir da hinterher geschickt worden. Und wenn der Fetisch wieder da ist, kann uns vielleicht geholfen werden, Ulgrim wiederzusehen. Und in dem Sinne wollen wir dann natürlich helfen, ne? Wir machen ja eh alles, also warum nicht auch das? Kann man einfach mal helfen, die Sachen wieder zusammenzubauen. Bin ja sowieso so ein Bauertyp, ne? Stardew Valley und Harvest Moon, beziehungsweise Story of Seasons. Da baue ich ja auch immer alles an. Oder My Time at Porsche. Das hat zwar im Stream Lizzie gemacht, aber ich habe sie auch öfter mal gespielt. Und deswegen, das Bauen, das liegt mir einfach im Blut. Und deswegen baue ich auch den Leuten hier den Fetisch wieder zusammen. Das ist nicht das Problem. Das kriegen wir schon hin. Gar keine Sorge, machen wir uns da. So, hier gibt's nichts. Kein cooles Secret dahinter. Einfach nur Langeweile. Da freue ich mich. Langeweile ist das, was unsere Welt zusammenhält. Ah, vergifteter Wendigo-Stachel, den nehme ich wieder mit. Hier haben wir noch einen Rucksack und Toten. Und nichts weiter von Interesse. Rechts oder links? Ich weiß es immer nicht. Ich kann mich immer so schlecht dafür entscheiden. Grundsätzlich hätte ich gesagt links. Weil laut der großen Map müssen wir ja grundsätzlich nach rechts. Und dementsprechend hätte das für mich mehr Sinn ergeben, aber... So, du musst auch weg. Ihr tollen Blümchen müsst auch alle hinfort. Ich kann euch nicht ausstehen. So. Blümelein hinfort. Ja, guckt mal, da oben ist das Riftgate. Also ich bin hier tatsächlich komplett richtig und das bedeutet, ich muss vermutlich nochmal zurücklaufen. Und das ist schade. Es sei denn, ich komme natürlich hier runter. Ah, da sind, glaube ich, gerade die Bovisten losgegangen. Ach, schaut mal. Hier haben wir auch noch eine Verbindung zu dem Ganzen. Also doch alles ganz entspannt. Wir müssen keinen Weg wieder zurücklaufen. Wir finden ganz nativ die Orte, die uns noch fehlen. Ist das nicht schön? Wenn sich alles irgendwie ergibt. Boah, dieser Urahn, ne? Dieses Viech, das... Oh, das war ja echt heftig. Das war wirklich heftig. Wenn so ein Ding am Ende sitzt von dem uralten Hain, vom Skelett-Dungeon, dann weiß ich nicht, wie man das machen soll. Holy Macaroni. Aber das war auch böse, einfach weil man sich nicht so richtig zurückziehen konnte. Entweder war man in den Angriffen von dem Hauptvieh oder man stand bei den Tentakeln. Dann sind noch die Slith gespawnt. Also das war wirklich einfach ein sehr nachteiliger Kampf. Und in dem Sinne, ja, die zwei Tode, ganz ehrlich. Die zählen ja also quasi gar nicht. Haben wir hier drüben irgendwas? Außer Blümelein? Nee, kannst direkt da bleiben, wo du bist.
Ihr auch. Ja, bleibt schön liegen. Und da gibt es wieder ein Alpha-Laubmähnenhorn. Was ich nicht mitnehmen kann, weil unserem Spieler eins reicht. Hier, irgendwas Cooles. Warum kann ich denn so weit nach Norden gehen? Meine Güte. Ich will, glaube ich, gar nicht so weit nach Norden. Giftblickgalle. Auch lecker. Kann ich davon mehr mitnehmen? Nö, auch nicht. Ich glaube, das wird eine Quest von den Hexen werden. Irgendwie von den Basilisken und von den Wendigos und von den Blümelein und von den Laubmähnen jeweils ein spezielles Item. Kann ich mir gut vorstellen. So. Hier gehen wir jetzt nochmal nach unten. Das buddeln wir aus. Zwei Uktenblumen. Und da sehen wir einen Dungeon auf der Map. Um den kümmern wir uns gleich. Erstmal hier in die Ecke schauen. Feststellen, dass hier nichts ist. So. Na. Hallo. Na, dann machen wir es so. Ein weiterer Behausungseingang. Wer versteckt sich denn hier heute? Larias Versteck. Laria. Oh, hi. I don't know who you are, but please leave. Was macht ihr denn hier? Das geht dich nichts an. Na gut. I don't know. Na schön, dann gehe ich halt. Ich habe das Gefühl, hier wird mich auch noch eine Quest hinführen zu Laria. Ist das nicht die? Hat die nicht Baldur's Gate 3 gemacht? Laria Studios? Irgendwas war da. Meine Güte. Ja, kein Wunder, dass die sich hier versteckt. Ich will nicht, dass alle von alle wissen, dass sie das war. Pilgern dann wahrscheinlich alle wie Groupies dahin. Alle, die Asterion so toll finden. Ich kann dem komischen Vampir nichts abgewinnen. Aber ich glaube, ich bin auch nicht Asterions Zielgruppe, muss ich ganz ehrlich sagen. Da machen wir noch kaputt, wenn ich treffe. Und dann haben wir das auch alles erkundet. Sehr schön. Dann geht's jetzt weiter nach Norden. Das kann ich nicht mitnehmen. Das tut mir in der Seele weh, lila Items nicht mitnehmen zu können, aber... Was braucht man mit Quest-Items, wo einem das Spiel sagt, ja, es reicht eins. Brauchst du nicht noch mehr. Ich glaube auch diese ganzen chthonischen Siegel der Bindung, die ich zu tausendfach in meiner Lagerkiste... spare. Ich glaube, die könnten auch alle mal weg, aber ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt verkaufen kann. Vermutlich nämlich eher nicht, wenn sie als Quest-Item gekennzeichnet werden. Es sind wirklich die Boviste, die hier so explodieren, aber nur bestimmte. Da komme ich nicht lang. Sieht wieder so aus, als könnte man, aber geht nicht. Bovist? Der nicht. Also nur die, die irgendwie auf dem Weg stehen. So. Da müssen wir noch. Da unten. Uchtenblume. Und ich hole mal unseren Rabinski zurück. Rabinski, Rabinski. Du bist einfach stehen geblieben beim Tod. Auch schön. Uchtenblume. Wie viele Dinger man davon kriegt. So. Das müssen wir da hinten mal durchschießen. Dann du. Und dann können wir uns den Gärtner wieder sparen. Oh, Ruckel. War aber ein heftiges Ruckeln. Da bin ich ja ganz schön viel weiter geflogen. Gut, hier mal wieder die verfluchten Viecher. Da rennt ihr schön. Hallo. Verflucht, 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 verflucht. Und verblumt. Und dann wäre ja, ne? Ja, ich kenne euch doch. Ich weiß doch, wer da Bock drauf hat. Na, du hast da auch nochmal Bock drauf. Ah, ich habe eigentlich auf den anderen gedacht, aber von mir aus auch du. So, gucken wir nochmal hier hoch. Folgen wir dem schönen Banner. Das wird uns sicherlich nur zu guten Sachen führen.
Hallo. So. Ah. So. Hallo. Ach. Drei von den Leuten, die gefangen genommen wurden. Na, kommt raus hier. Doch mitgekriegt, dass ihr da seid. Sonst hier irgendwer? Nee? So, Freunde. Leora Karns. Bitte hilf uns. Du musst uns hier rausholen, bevor diese Dinger wiederkommen. Ich hab schon nach euch gesucht. Der Hexenzirkel schickt mich. Den Dreien sei Dank. Endlich kommt jemand. Diese Dämonen haben uns eine Falle gestellt, als ob wir Tiere wären. Offenbar essen sie Menschen. In diesem Käfig war es enger, bevor du gekommen bist. Ich kann einen Rift öffnen und euch zum Unterschlupf bringen. Bitte, egal was es kostet, bring uns einfach hier weg. Bitteschön. So, das war die kleine Nebenquest. So schnell kann's gehen. So, hier gehen wir noch einmal rum. Wieder einmal hinter der Map die Bovisten kaputt gemacht. So. Na, was soll das denn hier? Mein Rabe ist schon wieder irgendwo abgeblieben. Okenblume. Ihr seid auch Okenblumen, ne? Ja. Mann, seid ihr hübsche Okenblumen. Schick, schick. So. Weg mit euch. Ja, kommt halt her, ihr. Alten Dreckgeister. So. Die sind fort. Hier müssen wir nochmal gucken. Ein Wendigo. Kann ich die auch so? Nee, kann ich nicht. Aber die explodieren auch nicht. Ja, ist irgendwie seltsam, dass manche explodieren und manche nicht. Okenblume, schön. Meine 200. oder so. Wurde ja mal Zeit. Meine Sammlung, die beginnt schon langsam nicht mehr ganz so gut zu wachsen wie vorher. Oh, hi. I can't do that yet. Das war ungünstig, da im Gift stehen zu bleiben. Muss man mal zugestehen. Oh, da kommt wieder eine Magical Blume raus. Giftblickgalle. Und ein Secret Höhleneingang. Da gehe ich direkt mal rein. Das Unterholz. Aua. That skill's not ready. Ganz schön schmerzhafte Unterholz. Holla. Oktenblume. Toll. Direkt wieder drei Oktenblumen. So. Ah, da kommt wieder jemand Dickes raus. Gut. Das ist erledigt. Hi, mein Freund. Diese schönen Blümelein. Du, du, du. Kommt noch wer? Nein? Gut. Kümmere ich mich um euch. Ganz kurz heilen. So, da mal reinhauen. Warten, bis der andere Kollege kommt. Sehr schön. So, ihr seid auch hinfort. Ach, ist das herrlich. Da geht einem das Botanikerherz doch glatt auf, oder? Wie seht ihr das? Später eine Heldenblume. Aber diese heldenhaften Blumen. Ich habe nicht so viele heldenhafte Blumen in meinem Leben gesehen. So. Au, 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 au. Holy moly. Da hat mich das Gift fast wieder gerichtet. Aber nur fast. Glück gehabt, weil so schnell hätte ich mich, konnte ich das Ding nicht machen. Ja, du haust mich wieder. Hau mich ruhig. So. Das hat auch wieder sehr wehgetan, da direkt daneben zu stehen, aber manchmal hat man einfach nicht großartig eine andere Wahl. So, die sind down. Der ist auch schon hinfort. Und kümmern wir uns mal um den Boss. Wer ist denn der Boss? Bist du der Boss? Silvaria. Ja, du bist der Boss. Pflanzen. That skill's not ready. Pflanzenkönig.
Aua. Ah. Double Kill. Shit. Naja, passiert. Hauptsache, sie ist auch tot. Dass ich mit erwischt wurde, ist dann halb so wild. So, gib mir mal mein Dingen zurück. So. Gut, das Unterholz ist damit geklärt. Ne? Ja, Unterholz ist geklärt. Jetzt despawnt sie auch. Dann porte ich mich nochmal hier hin zurück. Und 10 Minütchen haben wir auch noch. Also, alles schick. Ah, ich glaube, es wäre tatsächlich schneller gegangen, wenn ich mich da einfach durchgegraben hätte. Nochmal zurück durch die ganzen Pflanzen, aber jetzt ist es eh zu spät. Da ist es schon wieder, das Alpha-Laubmännchenhorn. Ich hätte es so gerne. So, dann mache ich mal wieder eins hin. Vielleicht dann auch einfach doppelte Belohnung kriegen. Oder? Also ich persönlich fände das gar nicht so verkehrt. Gar nicht so verkehrt. So. Schauen wir mal. Da drüben müssen wir ja auch noch rein in den anderen Dungeon. Hier mal wieder Wendigo-Geister. Der eine hat schon einmal eine geditscht gekriegt. Keine Ahnung woher. Da ist nichts weiter. Ah. Puffelpilze. Duppiduppidu. Tralalalalu. Das kaputt machen. Dich einmal umdrehen. Und sonst so? Geht's euch gut? Habt ihr auch heldenhafte Pflanzen bei euch zu Hause? Oder vielleicht sogar Bosspflanzen? Wir sind da? Okay. Das überrascht mich ein wenig. Dass wir hier jetzt schon das nächste Riftgate gefunden haben. Aber positiv überrascht. So. Hier gibt es auch nichts mehr. Einfach eine kleine Lichtung, wo noch ein paar Pflänzchen drauf waren. Herz allerliebst. Hallo Riftgate. Willkommen in Barrowholm. Aber noch nicht jetzt. Schließlich haben wir hier noch ein paar schwarze Fleckchen auf der Karte zu verzeichnen. Und das gefällt mir nicht, wie ihr alle wisst. Komme ich hier? Nee. Da komme ich nicht durch. Und der Dungeon, der möchte natürlich auch noch begutachtet werden. Immerhin ist er da und er präsentiert sich so schön mit dem Auge auf der Map. Also, so bösartig bin ich ja nicht, dass ich jemanden, der sich so gerne zeigen möchte, einfach gar keine Screentime gebe. Uralter Sarkophag. Ich wollte gerade sagen, hier kommt kein Viech, das ist ungewöhnlich. Mehr als ungewöhnlich. Aber das war's. Ruineingang. Ugdals Grab. Ich kenne Ugdal nicht, aber er ist hier irgendwo. Zumindest begraben. Das haben wir. Ein Ektoplasma. Super. Ja, ich glaube, ich nehme wirklich den Fuchs. Jetzt, wo ich den nächsten Devotionspunkt habe, sollte ich da ja langsam mal drüber nachdenken. Und ich glaube, the Fox it is. Hi. Wird sicherlich die sinnvollste Variante sein. Dass wir uns da den anderen starken Devotionsmagier auch noch holen können. Schäbe Notiz. Das konnte ich nicht gut aussprechen. Hallo Ugdal. Na, Alter. Geht's dir gut? Wendigo-Geist, der unsere Hilfe braucht. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Das kann nicht sein. Ich spüre ein Lebewesen und doch so lange her, so lange. Woher weiß ich, was real ist und was nicht? Wenn ich nicht fühlen kann, lass mich in Ruhe, damit ich dieser Tortur nicht noch überdrüssig werde. Seid ihr hier gefangen? Sollte ich freigelassen werden? Welch aussichtsloser Traum. Da ich für immer und ewig an diese Steine gefesselt bin, werde ich in der großen Dunkelheit jenseits des Schleiers keine Ruhe finden.
Aber du, falls du real bist, dann bist du nicht wie ich. Du kannst gehen, du kannst berühren, du kannst kämpfen. Bitte, Sterblicher, mit einer Seele, die als Überträger mächtig genug ist, könnte ich durch den Schleier dringen und von dieser Qual frei sein. Kein Grund, die Unschuldigen abzuschlachten. Bring mir den Geist eines sehr alten und mächtigen Wendigos. Wie wurdet ihr denn hier gefangen, Ugdal? Viele Monde. Akovia, Nekromant, Wut, Rache. Ich werde euch helfen. Kein Problem. Ein Wendigo-Geist für Ugdal. Das kriegen wir doch wohl hin. Unterschlupf. Dann bringen wir Ugdal seinen Wendigo-Geist. Ich hab doch alles. Ich hab doch alles da. So, zwei Stück habe ich. Einer reicht für unsere Zwecke. Das hier packe ich auch mal da rein. Ach komm, den kann ich mitnehmen. Alles andere lasse ich auch mal so, wie es gerade ist. Das hier lerne ich noch eben fix. Das hier lesen wir. Und das hier lesen wir. Wunderschön. Gut. Dann ab zu Ugdal. Hallo, Alter. Hier ist dein Geist. Hast du getan, worum ich dich gebeten habe? Jupp, bitteschön. In all den Jahrhunderten hätte ich nie gedacht, diesen Ort zu verlassen. Da ich für immer an diesen Stein gefesselt bin, hat mich die Einsamkeit in den Wahnsinn getrieben. Ich danke dir, Mensch, dass du den Wahnsinn beendet und mir eine Chance auf Frieden gegeben hast. Als Dank biete ich dir diesen seltsamen Text an. Ich verstehe die Worte nicht, aber sie haben wohl mit dem Feinden zu tun, gegen die du kämpfst. Leb wohl, Mensch. Ruhe in Frieden, Ugdal. Plus 250. Und ätherisches Sendschreiben. Ätherisches Sendschreiben? Arkane Texte, die durch ätherische Energien verzaubert wurden. Wahrscheinlich werden sie verwendet, um Informationen zu übermitteln, die für sterbliche Augen zu heikel sind. Okay. Keine Ahnung, was mir das jetzt bringen soll. Aber ist, glaube ich, ein guter Tausch? Fragezeichen. So. Wir haben ja Barrowholm erreicht und wir haben heute nicht mehr allzu viel Zeit. Das heißt, ich würde nur noch die Quest abgeben. Und würde mal schauen, ob wir sonst noch irgendwas haben. Die Sachen hier können wir uns jetzt holen, ne? Ja, das ist nicht so wirklich geil. Das ist... Ich bin so ein Idiot. Ich habe die Dinger schon wieder verwechselt. Ich habe die Dinge einfach schon wieder verwechselt, weil ich auf das falsche Ding geguckt habe. Ich Vollidiot. Wie kann man nur so dumm sein wie ich? Also jetzt ehrlich, ich habe mich schon gewundert, dass das so ein Schädelring ist. Meine Güte. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Nö. Nö, nö. Arcana Wille. Und dann ausgerüstet ist das Zeichen des Apothekers. 36% auf alle Schadenstypen. Aspekt des Wächters. Ätherschaden, ich glaube, der ist besser. Ist das das Apotheker, ne? 36,96. Ja, und wenn da dann noch so ein gutes Ding drauf kommt, sieht das doch gut aus. Ja, du kannst verkauft werden, genauso wie du. Alles Grüne kann ich sowieso schon mal verkaufen. Plus 4 auf Panzetti, ist aber wieder 2 Hand. Das gefällt mir nicht. Kommt weg. Ihr kommt weg. Du weg. Du weg. Du. Und du. Ja, und hier müssen wir das Ding rausholen. Dann kacken wir auf den Apotheker. So. Das rüber, das rüber. Galle, Horn, Uktenblume, ätherisches Sendschreiben. Ja, und dann müssen wir einmal ganz kurz nach Devil's Crossing. Dann machen wir das kurz kaputt. So, Devil's Crossing. Cross, cross, cross. Ja, bitte. Wow, 4 Schrott, cool. So. Sind immerhin 500 Damage mehr. Dadurch, dass wir jetzt hier ein anderes Ding ausgerüstet haben. Das ist nicht ultra viel, aber es ist trotzdem schon mal gar nicht mal so schlecht. Okay. Das wäre also alles erledigt. Ugdal ist gerettet. Vielleicht finden wir den ja nochmal irgendwann.
Sie haben wir wieder getroffen und da freuen wir uns alle. So, das ist unsere Hauptquest. Hier gibt es nichts Neues. Nur hier bei dir kann ich abgeben, dass die Leute gerettet sind. Wir stehen wohl in deiner Schuld. Die Schwestern, die du draußen in Ogdenburg gefunden hast, sind dank dir alle sicher zurückgekehrt. Gern geschehen. Sie haben bereits unter dem Kaiserreich gelitten. Sie verdienen ein besseres Leben. Von diesen Bestien verschlungen zu werden, wäre ein grausames Ende gewesen. Vielen Dank und hier ist mein Teil der Abmachung. Wie versprochen. Freut mich, dass Sie in Sicherheit sind. 250 Ruf, bisschen Schrott und ein gezackter Stachel. So, so einfach kann es gehen. Und wir stehen hier. Wo sind wir? Stehen wir doch eigentlich schon relativ gut da. Vor allem, wenn es hier wieder neue Quests gibt. Zugriff auf Fraktionshändler, Zugriff auf Kopfgeldtisch. Okay, bis hierhin muss ich so oder so kommen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ogdenburg liegt damit komplett hinter uns. Das Einzige, was wir noch nicht gesehen haben, ist eben der uralte Hain mit dem Skelett-Dungeon. Aber wie ich schon sagte, das ist leider nichts für mich. Gerade in dem Moment zumindest. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal in Barrowholm wieder. Mal schauen, ob wir den Fetisch zusammensetzen können. Tschüss!